Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Raft mit Voucher und mit Captain Alderle. Ich freue mich, dass ihr reinschaut. Der letzte Wurm, dann sollten wir alles verangelt haben. Ich nehme an, dass wir heute spätestens morgen bei der nächsten großen Insel vorbeifahren und bestimmt auch wieder auf einen Händler treffen. Und dann möchte ich zumindestens die Köder schon mal verfischt haben. Jo, das war offensichtlich der letzte. Kleine Insel, ich habe mal angehalten hier, weil ich auf jeden Fall Metallschrott und Erze bergen möchte. Zum einen haben wir ja das Haifisch Safe Projekt. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich alles verstärken. Und dann möchte ich da vorne links und rechts raus einen langen Steg bauen mit Sammelnetzen. Und da wäre mir es halt jetzt wichtig, dass wir das irgendwann mal hinkriegen. Und diese Sammelnetze sollen natürlich dann auch verstärkt sein, sodass der Haifisch uns die nicht wegbeißt. Und um das eben bewerkstelligen zu können, brauchen wir jede Menge Material. Und ich bin hier auch schon dabei. Okay, hier fehlt jetzt wieder Dings. Hole ich gleich nochmal Bröckele. Das sind so meine Projekte, dafür braucht man die Mats, da kann man nicht genug haben. So, warte mal, ich muss hier einmal kurz überall auffüllen. Ich habe jetzt auch schon im Vorfeld ein bisschen durchlaufen lassen, ich zeige es euch. Wir haben jetzt hier schon mal 20, hier sind noch 17 Stück drin und die werden wir auch wahrscheinlich brauchen. So, ansonsten gehe ich mal ganz kurz ein bisschen routinemäßig durch überall. Die müssen wir auch versetzen, die Motoren. Das machen wir auch, bevor wir hier ablegen, würde ich sagen. Dann haben wir das vom Tisch, ne? Und hier seht ihr schon ein Ungleichgewicht bei den Ankern. Da habe ich schon mal den einen Anker weiter nach hinten gesetzt. Der wird auch nach hinten gesetzt. Dann haben wir hier einen schöneren Laufweg. Und ich habe mich dafür entschieden, den Motor nach hier draußen zu setzen, ne? Ich würde allerdings da eventuell kurz ein bisschen verstärken noch vorher. So, lass mich mal kurz schauen. Morgen, morgen, Servus. Was wollte ich denn machen? Hier wollte ich reingucken kurz. Wie weit haben wir da? Da haben wir die Chemies, da haben wir die und die und die Geschichte. Und Müllwürfel bin ich unten am Pressen. Aber wenn wir das richtig machen wollen, was mal die Angel hier oben vielleicht? Müssen wir natürlich die Lahmen auch scheren. Und zwar am Bärzel. Oh, Alterle. Die lassen sich gern tragen, wenn man den falschen Knopf drückt. So, nur nicht die Hühner schneiden, sonst fällt das Hälsel ab. Ah ja, ich vergaß, ihr legt ja natürlich auch Eier. Ist doch klar, dürft ihr auch. Also hier, die ratzen es uns runter, ne? Und natürlich Umbaumaßnahmen. Also bevor wir jetzt Chapter 3 angehen, werden wir erstmal den Tierbereich ordentlich machen. Dann macht es auch mehr Freude, neue Tiere zu holen. Weil jetzt im Moment hätte ich tatsächlich schon fast ein schlechtes Gewissen. Nein, nicht wirklich. Ich würde trotzdem Tiere einsammeln. So, und jetzt will ich da mal gucken, ob da. Ich muss jetzt kurz einen Test machen. Das heißt, ich werde jetzt gleich ein bisschen Material vereiern. Ah ja, übrigens, den habe ich kurz abgebaut hier, weil ich gehofft habe, ich kann oben auf dem Sitz sitzend angeln. Aber das hat nicht geklappt. Das hat leider nicht geklappt. Der war hier die ganze Zeit. Na, dann lassen wir den erstmal hier. So, was wollte ich probieren? Richtig. Hier habe ich ein bisschen was durchgejagt. Wenn ich den jetzt abbaue, ich baue den jetzt mal ganz kurz ab. Pass mal auf. Zack. Dann müsste der ja normalerweise leer sein, ne? Das war doch die ganze Zeit so. Da war jetzt noch ein bisschen irgendwas drin, aber. So, damit wir das auch mal wirklich testen, ob das stimmt. Weil ich habe jetzt momentan ja zwei Lahmen. Und wenn wir von den zwei Lahmen hier zwei Wolle reinmachen. Ja, zwei Wolle sind's. Und dann ist er schon am Pressen. Und jetzt gucken wir mal, da müsste ein Würfel rauskommen. So, und da wir ja im Prinzip, wenn ich das richtig weiß, nicht mehr allzu viel Wolle brauchen. Natürlich, klar, wenn die Rüstung durch ist hier, ne, das sieht man, muss man nachbauen. Ich glaube, es gibt auch seit Chapter 3 einen größeren Rucksack, wo auch nochmal Wolle brauchst. Bis dahin haben wir sie aber wieder gesammelt, ne? Jo. Dann würde ich sagen, haben wir hier schon mal einen kleinen Anfang. Genau. Ah, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Nicht den Kopf hängen lassen. Ist einfach ein bisschen Gras. Es ist bestimmt noch was da. Ich wollte ja hier. Mittlerweile haben wir ja festgestellt, dass das mit den Eiern hier eine ganz gute Idee ist. Für irgendeine Art und Weise muss man die Eier ja loswerden. Komm, wir pennen geschwind. Dann machen wir direkt weiter. Ich überlege gerade, machen wir erst die Tauchrunde? Machen wir erst die Tauchrunde oder machen wir geschwind den. Wir machen schnell den Motorenumbau. Ich würde nur kurz den Rand verstärken. Zumindest über die Motorenlänge, dass wir die erhalten bleiben. Da brauchen wir schon mal die ersten Barrelchen. Und wahrscheinlicherweise auch ein bisschen mehr Holz. Bärchen. Da mache ich nämlich das hier rüber. Das mache ich hier runter. So, Leute. Wie gesagt, diese Sammelnetzgeschichte, die ich da über den kompletten Müllstrom machen möchte, die muss man nicht auf einmal durchziehen. Da können wir uns nach und nach immer ein bisschen, ne? So, und dann glaube ich, brauchen wir hier. Ja, nimm die mal mit. Und diesen einen hier vielleicht noch. Also. Das heißt, im Moment wäre es dann wichtig, dass wir hier noch kurz eine Verstärkung ranbringen. Machen wir das gerade mal kurz hoch. Das machen wir runter. Das machen wir runter.
Ja. So, dann haben wir hier die Verstärker. Dann brauchen wir natürlich Handvoll Nägel. Ich habe gedacht, deswegen, wir können es hier gleich wieder auffüllen. Huch, den wollte ich nicht, den wollte ich. Ja, aber ist jetzt egal. Wir müssen ja am Ende sowieso alles verstärken. Nochmal einmal Nägel gemacht. So, die Außenseite zu den Motoren ist erstmal verstärkt. Und natürlich beißt er genau da. Und was machst du jetzt? Achso, du warst am Dreieck. Das habe ich nicht mitgekriegt. Du warst am Dreieck hangen. Ich wollte gerade sagen, was macht er denn jetzt, ne? Komm, ich baue es gleich auf und verstärke das Eck auch noch. So, Leute. Das wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht irgendwann Herr der Lage wären. So. Machen wir nochmal ein paar Nägel. Jo, komm. Dann haben wir jetzt die Ecken auch verstärkt. Ich muss nur gucken, dass ich jetzt hier auch wirklich da passt, ne, eckig. Hier passt's und ihmchen noch. Also haben wir da jetzt auf jeden Fall schon mal was dran. Ich will jetzt die Mats nicht komplett verballern, weil und so weiter, ne. Ich brauche ja auch noch Materialien für oben, für die neuen Fangnetze. Da müssen wir natürlich gucken, wie wir das dann anstellen. Hier gleich wieder Material schießen, neues holen und dann müssten wir da irgendwann mal lang sehen. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Ja, das sollte man auch angehen, ne? Mit der Batterie. Gib mir mal die Batterien kurz hier raus. So. Dann machen wir das so. Das machen wir so. Siehst du, jetzt habe ich nämlich ganz viel rauskauen und war eigentlich schon ziemlich weit mit dem Vorbereiten. Gut. Nächster Punkt auf der Tagesordnung wäre dann ganz kurz eine... Im Moment kann ich dir dann noch gar nicht wirklich sagen, wo ich das hinhaben will. Ich muss die erstmal wegräumen. Machen wir uns später eine Kiste. So, Leute. Noch kurz stärken und dann können wir unseren Haifisch kurz einmal wegbollern und dann geht's auch schon weiter. Die Hölzer, die lässt du jetzt mal bei dir drin. Das kann rüber, das werden wir auch machen. Oder habe ich noch eine Battery? Den würde ich auch gerne mal testen. Ich weiß nämlich nicht, ob der hier was bringt überhaupt auf den kleinen Inseln. Ich glaube nämlich nur auf den großen, gell? So, einmal hier die Geschichte. Erstmal irgendwo hinkängen, dass es aus dem Köpfchen ist. Dann nimmst du dir eins runter, schmeißt ihn drauf. Ja, nimm dir noch eins runter. So, Leute, gleich geht's los. Ein Schluck geht noch, hast du recht. Zack. Zack. Und einmal nachgefüllt und schon bin ich happy. Ein bisschen Routine müssen wir ab und zu machen. So. Brusic. Brusic. Brusella. Was hast du gesagt? Brusella. Sag's nie wieder. Zack, haben wir eine abgekriegt. Kiste. Sehr schön. Scharnierchen und Nägel. Nur ein Nagel. Scharniere und Schnägel. Flabber nehme ich auch wieder mit. Da hat es auch jetzt gleich Metall. Sehr gut. Und davon hängt auch noch. Luft holen. Wird sich auch denken, der Typ kommt jedes Mal mit einer anderen Mütze hier rein. Bruce. Brewster! So, Kopf lassen wir hängen. Wir haben so viele Eier mittlerweile, dass wir eigentlich keine Köpfe mehr brauchen. Später vielleicht, wenn wir irgendwas aufhängen oder so. Das ist wichtig. Für unsere Sicherheit und für unser großes Fangnetz. Das Fangnetz der Materialien. Genauso wichtig Metallschrott. Also hier machen wir jetzt heute nur Metallschrott, Erze und dann gehen wir ganz kurz über die Insel. Und schnappen uns eventuell noch das Holz, ne? So, guck mal hier. Ne, ist ein Stein. Den brauchst du jetzt nicht unbedingt. Wenn die Fangnetze stehen, ist eh alles Geschichte. Dann haben wir keine Probleme mehr mit Mats. Oh, schön. Wir haben eine gute erwischt, Leute. Hier, guck mal, drei Stück haben wir noch nebeneinander. So. Hey, aber schön wäre es natürlich, wenn wir dann auf dem nächsten... Landgang, den wir jetzt machen, auf einer großen Insel. Wenn wir da nochmal Lama finden würden. Im Idealfall sogar zwei. Weil, wenn du vier Lamen hast und du scherst einmal durch, selbstverständlich, die Schere kostet natürlich, ne, um die zu scheren. Lass ich mal kurz gucken, was kostet so eine Schere? Rentiert sich das überhaupt, so wie ich das dann machen will? Ja, ist nicht ganz billig eine Schere, aber wenn ich dafür bei vier Lama einmal durchgehe, habe ich direkt zwei Müllwürfel.
Und natürlich später hauen wir auch. Wir machen uns wahrscheinlich sogar noch einen zweiten Müllwürfler, wo wir dann auch wirklich den Überschuss, der nicht mehr ins Lager passt, reinballern. Weil der Tag kommt, ne? Der Tag kommt irgendwann. Ach schön, guck dir das mal an. So wie ich sie gerade verballert habe draußen auf dem Floß, so kommen sie jetzt gerade wieder rein, oder? Gefühlt. Hier, man könnte natürlich auch hergehen und Sand und sowas mitnehmen, nur für die Müllpresse. Aber ich sammle jetzt nicht speziell nur für die Müllpresse Zeugs ein, weil wir kriegen genug zusammen. Ne? Dann nehme ich lieber die Zeit, die ich spare, und suche mir den nächsten Inselspot, um dann eben da wieder nach Tieren zu gucken und so. Nächste große Insel müssen wir auch keinen großen Tauchgang machen nach Kugelfischen, weil wir haben echt noch einen Vorrat. Hier, guckt ihr das an, da kriegen wir wunderschön Mats raus. Außerdem muss ich ganz ehrlich gestehen, so eine Tauchrunde an einer kleinen Insel war das letzte Mal schon so. Sehr, sehr entspannend, wenn man mal so einen Spot gemacht hat, so einen Story-Spot. Batterieladegerät sollten wir uns vielleicht heute aufbauen, dann kann ich das parallel schon mal nämlich angehen. Gucken, wie das funktioniert. Habe ich nämlich noch nie gebaut. Das sollte man vielleicht sogar wirklich machen. So, ich gucke hier ganz grob jetzt noch. Wie gesagt, der letzte Krümel müssen wir nicht unbedingt abfarmen, aber einmal rumtauchen würde ich gerne. Schöne Geschichte. Wie viel haben wir denn jetzt schon, Alterle? Okay, kann ich schlecht abschätzen, weil ich noch das alte Zeugs drin hatte und ich nicht mehr weiß, welche Zahl das war. So, die Kupfer nehmen wir natürlich mit. So, aller Rechnung nach sollten wir ja jetzt versorgt sein mit Batterien. Wenn wir die dann aufladen können, ist das ja gegessen, das Thema, ne? Klar, wenn mal so eine Helmlichtlampe wieder zu bauen ist, da opfern wir natürlich dann auch ein bisschen Mats. So. Da hat doch aber jemand geschrieben letztens von euch, dass er mal sehen will, wenn ich ganz runtertauche, ne? Ich meine, früher waren in irgendeiner Version auf jeden Fall mal Bruchstücke unten, so Frack-Bruchstücke. Ich kann ja mal kurz gucken, vielleicht mache ich uns kurz eine Taucherausrüstung und gehe einmal mit euch ganz runter, dass wir es mal gemacht haben. Gibt aber, glaube ich, im Spiel auch noch irgendwann eine Situation, wo man eh weit runter geht, oder? Ich glaube, das reicht jetzt hier für das, was wir da rausgeholt haben, ist okay. Hier klemmt noch ein bisschen Metall. Machen wir so, machen wir mit der nächsten Insel, weil jetzt habe ich die schon getaucht, der Haifisch spawnt bald wieder. Wenn wir wieder an der kleinen Insel sind und ich es nicht gerade vergesse, dann würde ich einmal einfach auch einen Tieftauchgang machen hier. Lass mal gucken, wie weit der Meeresgrund weg ist. So. Ist okay, da liegt noch genug Zeug drin, aber es braucht ja nicht alles. Die Kiste hatten wir hier, ne? Komm, dann gehen wir, haben wir noch Platz? Hey, jo, wir haben einen großen Rucksack. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Kopf jetzt doch mit. Bist du verschrammt? Aber Haie sind auch in Wirklichkeit richtig verschrammt, gell? Die geben ja beim Jagen, geben die ja alles. Ich glaube, der einzige natürliche Feind vom Hai ist doch der Orca, oder? Obwohl, vielleicht gibt es auch noch irgendwie so eine Tinten- oder Kalamarsorte oder so. Aber ich meine, dass der Orca tatsächlich auch Haie jagt, ne? Bämsle. Ja komm, du nimmst mit, was du kannst. Wenn es rausplotzt gleich, dann plotzt es raus, oder? Machen wir es wieder so. Ist einfacher, als jetzt zu überlegen, was ich mitnehme. Ja, da gehst du einmal hier durch mit deinen Händlern. Ist doch schön. Überall einmal reingelangt. Puh. Ja, perfekt. Dann kriegen wir jetzt auf jeden Fall auf dieser Fahrt, die wir jetzt vor uns haben, ein bisschen was gebaut. Jetzt hat es schon ein Ballermann gemacht, gell? Die kannst du raus. Das weiß ich, dass wir da schon tausende Millionen haben. Nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Und guck mal, du kannst auch hier einfach mal nicht mit dem Hammer. Ja, ist nur. Ja, das reicht, komm. Das reicht. Die nächste große wartet auf uns. Schön ausgeräumt hat er mal wieder. Ah, herrlich. Also Motoren umbauen. Ich würde sagen, jetzt hole ich den Anker direkt rein. Guck, dass wir hier raus navigiert kriegen. Und dann geht's weiter. Holz haben wir oben auch nochmal zum Ernten. Das ist sehr gut. Ach ja, und dieses Steuermodul wollte ich ja auch machen. Du, aber in dem Atemzug, wenn ich das jetzt mache, schade, dass ich da schon verstärkt hatte, müssen wir es kurz wegklopfen leider. Soll ja aber einheitlich sein. Und weißt du, was runtergefallen ist? Weißt du, was runtergefallen ist? Nee, war Kunststoff. War Kunststoff. Egal, was mal auf, ich hole den mal kurz ran hier.
Jetzt müssten wir auch weiterfahren. Ist jetzt der Anker weggeblotzt? Hajo, der stationäre Anker habe ich abgerissen und der ist rausgeblotzt, weil ich keinen Platz mehr hatte. So. Oh, warum geht es nicht hier? Wegen den Motoren? Nein. Ach, wegen dem Fessle? Haja. Wegen dem Fessle geht es nicht. Ist ja egal. Warte mal geschwind. Wir waren das hier, war es drin, gell? So, da haben wir schön wieder aufgefüllt. Sehr gut. Dann müssten wir theoretisch hier... Ich glaube, wir hängen an der Insel fest. Ja, ich richte uns dann nachher gleich nochmal aus, gell? Jo. War klar. Machen wir gleich, komm. Dann sind wir nämlich sonst nicht im Müllstrom. Wie geht denn der Wind gerade? Von hier her ist sogar okay. Du hast ja einfach nur das Segel nicht richtig gesetzt gehabt. Gehen wir einmal hier so rum. Sind wir weg? Ja, so gut wie. Du könntest das jetzt eigentlich reinholen und dann müssten wir uns schon ordentlich ausrichten. Was bei euch? Batterie leer? Ja, ich kümmere mich drum. Pass mal auf, ich mache euch einmal ganz kurz hier. Wir machen das Ladegerät jetzt klar dann. Hier ist das gleiche Problem, Leute. Ja, die Viecher will ich schon ordentlich. Die sollen den Kopf nicht hängen lassen, nur weil ich sie nicht gieße oder so. Viecher gießen ist vor allem super wichtig. Ja, einfach mal hier so ein bisschen hingeleert. Die freuen sich. Nicht den Kopf hängen lassen, ich habe schon nachgefüllt. So, jetzt muss ich aber zurück zum Thema. Ich war nämlich da unten festgehangen. Wenn das mit dem Fass jetzt hier dafür sorgt, dass es nicht geht, ja, dann werde ich da natürlicherweise... Also hier muss ich zumachen. Hier soll dann der Anker drin. Das heißt, wenn ich jetzt das Fass abbaue, haben wir Problemchen, ne? Au, das ist nicht gut, Leute. Wenn ich das Fass jetzt wegbaue, dann müssen wir es leer laufen lassen erstmal, bevor ich das wieder fülle. Das heißt, wir werden uns eine Spritkiste machen hinten, nichts mehr einfüllen. Und sobald es leer ist, kommt hier der Anker drauf und das Fass nach hinten. Dann passt es hier. Dann haben wir es A wieder symmetrisch, so wie wir es lieben. Und wir haben überall den gleichen Laufrand. Ja, das wollte ich schon. So, jetzt pass auf, dann geht es jetzt hier weiter. Die Verstärkungen haben wir nämlich schon gemacht. Wir müssen hier... Komm, wir pennen kurz. Wir sehen ja sonst gar nichts, was ich hier mache. Morgen. Ja, sie freuen sich schon. Es geht gleich wieder los. Ah, es ärgert mich jetzt mit dem Fass. Ich nehme an, wenn ich es wegmache, das Fass, und ich setze das hintere, dann ist es leer, ne? So wie der Müllsammler vorhin. Ja, das will ich nicht. Das will ich nicht. So. Das heißt aber, ich könnte mir vorstellen, mache ich mal kurz nach oben, nehme es mir mal das Gerät weg. Das müsste ich jetzt. Ja. Hast du da Plastikle dabei gehabt? Ne? Ich muss ausräumen eben. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder hier dabei. Ich verliere jetzt die Hälfte. Ne? Machen wir einmal hier der Y-Loner. Machen wir einmal ihmchen hier rüber geschwind. Machen wir hier der Y, dann nehmen wir uns das hier raus. Ja, Rest machen wir dann. Jetzt machen wir eins am anderen. Setzen wir mal die Anker um, ne? Weil du bist ja. Muss ich gleich aufheben. Den Anker brauchst nicht. Wichtig wäre ihmchen jetzt hier. Muss ich da dann auch? Waren es drei? Ja, waren drei. So. Ich nehme an, ich bin nicht der Einzige, den diese Arbeit jetzt gerade so richtig schön zufrieden stimmt. Weil viele haben mir ja gesagt, hier, Voucher, Scheißdreck gebaut. Hm? Ja, doch, doch, passt. Ich muss jetzt halt das hier wieder anklemmen, ne? Das heißt, hier müsste jetzt leer sein, ja. Das ist halt jetzt der Nachteil. Also durch den Umbau habe ich jetzt ein bisschen Sprit vergeigt. Aber ich beschwere mich da nicht. War mein Fehler. Ich berichtige den. Ich habe jetzt nur keinen Bock gehabt, die Motoren leer laufen zu lassen, weil ich hier nämlich noch gar nicht zum nächsten Spot will. Und im Moment mich einfach nur treiben lassen möchte. Ne? Sonst hätte ich gesagt, wir fahren die jetzt komplett leer erstmal. Das muss nicht sein. Geht auch so. So, das haben wir geschafft. Das heißt, ich nehme die mal weg. Wir werden wahrscheinlich noch eins brauchen.
Moment könnten wir. Wo sind jetzt die Pipelines? Ah, hier. Hier ist es schon verbunden, ne? Okay, dann brauche ich nochmal Pipelines. Wo waren die drin? Bei Schiffszubehör? Nee. Hier sind sie. Metallschrott. Schabdabidubab. Ich überlege tatsächlich gerade, ob ich den Tank abbaue, nur damit ich jetzt hier vorne einen Haken dran habe. Nö, die lassen wir stehen jetzt. Die brauchen wir heute nicht. So, baust du dir. Also, der ist jetzt verbunden, der ist verbunden, der ist verbunden, der. Normalerweise müsste jetzt, der ist voll mittlerweile wieder. Der ist auch voll. Die sind alle voll, der Tank ist, ja siehst du, dann können wir ihn eh bald abbauen. Ein paar Meter, wenn wir mal gemacht haben. Jetzt haben wir natürlich hier mehr Fläche, ist okay. Hier können wir uns später einen schönen Rand zimmern. Einen Steg in die Richtung. Ein Steg in die Richtung. Damit haben wir den Fehler behoben. Jetzt wäre es cool, wenn wir... Ich mache uns da kurz die Nägel davon. Pass mal auf, hier waren wir da stehen geblieben und da, da. Dann haben wir gesagt, hier hätten wir gerne nur einen und hier. Und eigentlich auch hier, ne? Eins. Gut, nächstes Mal. So, meine Lieben. Damit haben wir das gerettet, dann ist es symmetrisch, wir haben mehr Platz gewonnen. Hinten können wir noch mit Motoren anbauen, das finde ich ziemlich gut. Batterieladegerät als nächstes, oder? Was meint ihr? Batterieladegerät machen wir jetzt. Ich räume hier gerade einmal die Netze. So. Warte mal, mit Y war es. Jetzt habe ich mir was angewöhnt, mit Y das zu machen. 7 Barren bloß noch. Ist nicht allzu viel, gell? So, Batterieladegerät. Das müsste ja theoretisch wo drin sein? Treibstoff. Biokraftstoff. Was ich halt gar nicht weiß. Die Seilrutsche ist hier. Ah ja, pass mal auf. Recycler. Ladegerät. Kann an Treibstoffrohre angeschlossen werden. Auch sehr interessant. 15 Schrott. Ach, das waren 4 Titanbarren. Wow. Okay, da muss ich dann noch eine Weile. Und was ich gerade merke, ich habe vergessen, bei der kleinen Insel auf Titan zu prüfen. Die nächste große, komm her, die steuern wir jetzt dann vielleicht doch direkt an. Koordinaten habe ich noch keine eingegeben. Hier sieht es nicht so aus, als wäre eine in der Nähe. Oh, ich sag's dir, krass, krass mit 4 Titanen, wenn man nur mal eins gehabt hat bis jetzt, ne? Ja, hilft nichts. Ich habe kein Titan. Ich lasse mich jetzt mal weiter treiben. Dann machen wir halt was anderes in der Zeit. Wir haben ja noch genug zu tun. Und sobald die nächste große Insel kommt, steigen wir raus. Ne? Das Ladegerät brauchen wir so bald als möglich. So, pass auf. Ich möchte gerne einfach mal ein bisschen Holz verbauen heute. Habe ich die Blumenkiste jetzt auch schon voll? Ja, das ist auch schon voll. Na gut. Also, nee, du bleibst jetzt hier liegen. Hier haben wir ja gesagt, das würden wir gerne so aufbauen. Wie genau ich die Ecke hier mache, weiß ich noch nicht. Ob die vielleicht sogar so bleibt. Dann wären wir hier. Und hier wäre ja ebenfalls... Mal gucken mal kurz, ob ich das hier schon mal hinbekomme. Das würde gehen. Bäume baue ich natürlich erst ganz zum Schluss weg. Überleg sogar, ob ich nochmal Baumreihen dazu nehme. Müsste doch jetzt hier derselbe Effekt sein wie drüben, oder? Genau. Und dann hast du gesagt, geht's hier weiter. Ich würde es dann schon gerne über alles spannen. Ich muss gerade mal kurz von der Ecke vorne gucken, wie das dann überhaupt aussieht. Ja, wenn wir das noch eins hoch machen... Das Einzige, was man jetzt gerade nicht mehr so zusagt, ist, dass ich hier die Schräge überbaue. Wiederum auf der anderen Seite ergibt es natürlich... Warte mal, ich habe eine Idee. Lass mich mal kurz... Wenn ich das jetzt hier wegmache, dann komme ich nicht mehr hoch, gell? Es sei denn, ich benutze meinen Klofahrstuhl statt eine Leiter. Warte mal, ich gucke mal, ob das noch geht. Sollte aber, ne?
Das wird gehen, dass ich auf die halbe hier komme. Jetzt bauen wir erstmal die Länge aus. Komm, ich glaube, wir fangen damit an. Hier, den bauen wir jetzt mal ab, dass ich ein bisschen Luft habe, weil ich möchte hier vorne gleich bauen, dass ich wieder schief komme. So, du gehst mal kurz mit. Jetzt müsste das ausgeglichen sein. Was ist denn? Wir müssen auch ein bisschen rumprobieren. Ich habe mir im Vorfeld da jetzt nichts aufgezeichnet oder so. Was ist denn, wenn wir das so machen? Dann müssten wir hier nach Möglichkeit Ihmchen reinnehmen. Und dann hier. Dann haben wir hier eine Luke zum Hochgehen. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Das lassen wir wahrscheinlich sogar so. Den machen wir hier hin, den Flügler. Den machen wir hier hin. Und da weiß ich noch nicht, ob ich das zumache. Müssen wir mal gucken dann. Aber irgendwas lasse ich mir da bestimmt einfallen. Dann würde es weitergehen hier, ne? Machen wir gerade mal die Ecke zu und dann ziehen wir unten erstmal die Balken bis hintere. Ne, ne, war schon recht. So. Bämsle. So, und da haben wir ja auch schon festgestellt, und das muss ich jetzt auf jeden Fall berichtigen, es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten für uns. Entweder ich mache den hier weg. Ich mache den weg und versuche hier. Aha, da brauche ich Nägel. Warte mal, habe ich das Metallschrottzeugs da? Nee, ne? Brauche ich Nägel. Doch, habe ich. Ich mache so. Und damit wir hier unten nicht nur Balken haben, mache ich den weg. So, dann haben wir hier, hier, hier. Eins, zwei. Der ist auch noch ein bisschen doof hier, ne? Da muss ich irgendwann, damit es schön aussieht, entweder den rausnehmen oder hier noch einen auf die Länge ziehen. Im Moment haben wir aber nicht so viel Mats, dass das alles gleichzeitig passieren kann. Deswegen würde ich sagen, der mittlere soll auf jeden Fall seine Berechtigung haben. Hallo? So. Okay, du hast Hunger und du hast... Ich kümmere mich um dich. Warte mal. Hau dir mal eine Mango rein, bis ich oben bin. Und können wir auch gleich gucken, ob wir eine dritte Insel vielleicht... eine große Insel haben, irgendwo in der Nähe wieder. Ob wir näher ran sind an irgendwas. Sieht nicht so aus, gell? So, das ist so. Dann Wässerle. Zieh doch nicht so schnell raus. Ja. Weiß schon. Ich weiß schon. So. Hallo. Jetzt pass auf, wenn wir hier nochmal einen dritten Motor rannehmen, wir können natürlich auch hier drin noch frei mal noch ausziehen, aber dann wird es ungleich. Wenn wir hier noch einen dritten Motor machen, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite bezüglich, dass sie hier hinpassen. Ja? Und dann können wir sie hier auch einfach mit den Schläuchen weiter verbinden, ankoppeln. Das heißt, wir brauchen, weil die ja dicht an dicht sitzen, nochmal hier eine Dreierstelle. Ah, Mist, ich brauche Material. So, komm, jetzt laden wir mal ordentlich ein und aus, weil ich habe tatsächlich im Moment, ihr seht ja, ein buntes Spektakel an Dingen hier drin. Ich würde sagen, machen wir mal ganz kurz die Eier hier rüber. Treibstoff können wir uns später kümmern, aber jetzt im Moment gar nicht so den Bock drauf. Dann haben wir einen Haikopf. Machen wir Y. Gehen wir auf der Flabber, Y. Okay, jetzt geht's los, wir haben halt tausende von Dingen. Da ist doch Platz genug bei so einem großen Rucksack. So, ich nehme das hier raus. Wir gehen einmal hier kurz durch. Hat es geklappt mit dem Müllwürfel? Hat geklappt, Leute, ne? Nur, dass wir das wissen. Zweimal lahmen Armen. Aber ich mache jetzt trotzdem hier kurz den da. Da sind die auch schon mal aus dem Kopf. So, weiter geht's. Ja, ja, ist doch super. Dann haben wir heute einen Anfang gesetzt. Ich nehme an, dass wir dann morgen hier auch ein bisschen weiterkommen schon. So, bam, bam, bam. Der gehört natürlich dann hier. Ja, also dann schlage ich praktisch später, das mache ich jetzt nicht gleich, hier nochmal drei raus. Dann haben wir bereits auch schon einen Rand hier drumherum. Das ist sehr cool. Gleiches Spiel hier, dann können wir auf sechs Motoren. Ist eine kleine Insel da drüben, gell? Erst wieder eine große. So, dann ist das hier finale Größe vom Frachtabteil, sage ich immer. Und hier müsste ich dann eher mit den Kleinen ums Eck kommen, ne? Ja,
Brauche ich nochmal Nägel? So, und weil wir jetzt einfach gerade auch hier stehen, brauche ich auch nochmal Nägel. Und die hole ich jetzt. Dass mir das da hinten nicht weggebissen wird. Und dann können wir das schön aufbauen, weißt du? Okay. Zack. Und weiter geht's. Scheiße, das Floß hätte ich... Guck mal, der Haifisch, wie er halt rausguckt aus dem Wasser hier schon. So. Das reicht erstmal. Damit haben wir das verstärkt. Jetzt können wir eigentlich hergehen und die Decke weiterziehen. Zumindest schon mal auf der Spur. Okay, jetzt fehlt Holz. Komm, wir pennen nochmal. Machen wir noch kurz einmal Materialien einsammeln und das, was noch da ist, verhauen wir jetzt schön. Mensch, brauchen wir da jede Menge Titan jetzt dann für das Ladegerät. 4 Titan, ja? Gut, aber vielleicht kriegen wir es ja recht zügig. Im Moment habe ich ja noch nicht wirklich einen Plan. Hatten wir nicht auch Haifleisch? Doch, haben wir. Guck mal. Mach das mal hier. Hä? Doch, geht's. Das hauen wir rüber. Ach, da war der Fisch noch drauf hier, gell, der Kleine. Wer isst den? Gönnt er den noch? Sehr gut. Haben wir wieder runter. So, und das machen wir jetzt noch. Dann machen wir länger, wisst ihr Bescheid. Es stresst uns ja keiner jetzt raus. So, ich sammle das hier alles ein. Passt. Das, was jetzt noch rauskommt, dabei kommt raus. Und alles andere geht dann morgen über die Bühne. Oh, das war aber nicht viel. Digga, das ist aber nicht sehr zufriedenstellend. Wieder eine kleine Insel. Aber im Moment bin ich nicht so auf kleine. Haben wir kein Holz mehr? Nö, das war's wieder. Die Reihe hätte ich schon noch gern hingekriegt. Dann kann ich es nämlich noch ein bisschen plätschern lassen und uns vielleicht Holz besorgen. Ist halt schon ein Lappen jetzt die Reihe, ne? Aber oben haben wir dann viel Platz für Tiere. Okay. Da können wir aber eins machen vielleicht geschwind. Damit wir dann nachher nicht noch weniger. Komm, wir machen noch das Holz geschwind gemeinsam weg hier. Nächste große Insel werden wir machen. Egal welches ist, halten wir auf jeden Fall an. Da wir keine Kracher beziehungsweise da wir kein explosives Pulver brauchen, können wir jeder Insel die Matze entnehmen, die wir finden. So, wollen wir mal spaßhalber jetzt einfach so tun, als ob die hier schon mal richtig cool sitzen? Ah, ich muss kurz... Und wenn ich da so eine Lücke lasse, ich meine, ich kann doch das Tiergehege auch mitbäumen. Sind wir doch uns, glaube ich, einig, dass das trotzdem nett aussehen kann, ne? Wenn ich hier so ein kleines Plätzle zwischendrin freilasse. Warum hat er hier keine Unterstützung? Ist egal. Ey, ich glaube, muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir recht gut. Und dann machen wir hier noch zwei hin und schon können die Tiere hier auch zwischendrin rum. Das finde ich gut. Und hey, welch Glück, wir haben gerade 4 gleiche Seeds. Zack, zack, zack. Ist leer. Also, dann switche ich rüber in die nächste Folge. Habe ich ganz vergessen. Morgen! Kann das sein, dass der Wind uns gerade wieder zurückzieht? Sieht ein bisschen so aus, als ob er gedreht hat. Will das Spiel unbedingt, dass ich auf diese kleine Insel gehe? Nicht wirklich, oder? Komm schon, Spiel, da ist gar keine Lust drauf. Der ist, wo war denn der? Hier. So, Holz wächst nach. Dann haben wir tatsächlich jetzt hier das Benje einmal bis hierhin. Da kann es dann einen dritten Container geben, wenn wir den brauchen sollten. Und das hier, würde ich sagen, bis dahin... Warte mal geschwind. Achso, deswegen. Ist mir schon klar, aber ich könnte ja eventuell mit ein bisschen Glück. Ja, aber ich habe jetzt keine Bodenplattenmatz mehr, oder? Ja, jetzt fehlt Bodenplattenmatz. Passt aber trotzdem. Also nochmal ganz kurz für euch.
Oh. Mal los. Ich bin ins Schaufelrad reingüpft. Wir gehen es von oben angucken, ist sicherer. Ja, also bis hierher. Kann sein, dass ich die nochmal ein bisschen weiter ausrichte, dass es hier noch ein Stück weiter vorkommt, weiter vor. Dann ist das Gehege hier zu Ende. Und dann haben wir hier, kommt noch ein zweiter Rand hin, den wir eventuell sogar noch rausziehen können, wenn wir wollen. Und dann haben wir linke Seite, rechte Seite. Könnte man im Prinzip das, was wir vorne jetzt haben, einfach rüberspiegeln. Hühner links, rechts erstmal die anderen Tiere. Dann haben sie alle ein bisschen ihren Bereich. Wenn wir hier nämlich noch ein Dings hinbauen, in die Richtung raus, dann haben die viel Platz. Und dann können wir die Sprinkler hier aufsetzen. Ja, super Idee. Also, dann speichere ich hier ab. Wir sehen uns morgen wieder. Geht's weiter. Ich würde noch ein bisschen im Müllstrom bleiben. Auch hinsichtlich der nächsten großen Insel. Ich guck mal, dass ich vielleicht noch ein paar Mats rankriege. Oh, guck mal, hier sieht es doch schon gut aus. Wie ist denn der Wind gerade? Wind bläst in die Richtung. Nächste große Insel ist links oder rechts? Ich würde sagen, da lassen wir uns durch den Müllstrom jetzt darüber gautschen. Ja, da gehen wir jetzt hin, Leute. Da vorne kommt eine große. Ja, also hier dieser 1000 Meter. Ich ziehe die Segel dazu, der Wind steht günstig. So, dann schippere ich da mal drauf zu und hoffe, dass wir da morgen ankommen. Dann schauen wir mal, was da gibt. Wie gesagt, wir brauchen wieder Köder vom Handy. Köder vom Händler brauchen wir. Und wir gucken mal, wir müssen ja irgendwann mal die Dinger freischalten. Also ich würde eher viele Köder mal holen, dass wir mal Tier 2 freischalten vom Händler. Und vor allem gucken wir mal, was es da alles noch so gibt, ne? Freue ich mich drauf. Bis dann, Leute.